Hallo ihr Lieben, heute mal wieder was Neues vom Bricklebrit. Ich möchte euch einfach eine kleine Freude machen mit einer Geschichte von Wilhelm Busch. Es handelt sich um meine Lieblingsgeschichte und sie heißt Das Bad am Samstagabend. Und da wünsche ich euch einfach viel, viel Vergnügen. Hier sieht man Bruder Franz und Fritzen zu zweit in einer Wanne sitzen. Die alte Lene geht und gleich, da treibt man lauter dummes Zeug. Denn Reinlichkeit ist für die zwei am Ende doch nur Spielerei. Jetzt will der Fritz beim Wundertauchen nur seinen einen Finger brauchen. Natürlich läuft ihm was ins Ohr. Das kommt dem Franzen lustig vor. Das ärgert aber Bruder Fritzen, drum fängt er an, den Franz zu spritzen. Doch der mit seiner großen Zehe tut Fritzen an der Nase wehe. Dafür taucht Fritz den Kopf ihm nieder, was so im Wasser sehr zuwider. Franz aber zieht an Fritzens Bein, der taucht unter und kann nicht schreien. In Mund und Auge zornerbrannt greift jetzt die rachbegierige Hand. Die Wanne wird zu enge für dieses kampfbetont Gedränge. Perdatsch! Die gute alte Lene kommt grad in dieser Szene. Sie spricht voll Würde und voll Schmerz. Die Reinlichkeit ist nicht zum Scherz. Und die Moral von der Geschichte: Bad zwei in einer Wanne nicht.